Na, ihr Grooving Kids, jetzt wird total gerockt! Yeah! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Total Annihilation Kingdoms, The Iron Plague. Tut mir leid, diese Begrüßung, Leute, aber... Ja, packt schon mal eure E-Gitarren raus, denn jetzt wird total gerockt, Leute! Ja, oh yeah! Wir sind jetzt total groovy drauf, Leute. Jetzt kümmern wir uns nämlich endlich um diese eine Mission, die mir so viel Angst und Sorge bereitet. Ja, hier, The Iron Plague, bla bla bla, ja, nämlich Kingsborough Hills. Die Kingsborough Hills Mission ist wirklich ein bisschen sehr schwer, und zwar so schwer, dass ich sie noch nie im Leben geschafft habe. Und eben gerade habe ich die ganze Zeit da dran und komme einfach nicht voran. Ich sitze da und muss sehen, wie einen Taktik nach der anderen failt. Ich baue eine Mauer auf, die kommen dann um die andere Seite und machen uns sofort kaputt. Wir bauen eine Mauer, wird das weiter auf. Die kommen trotzdem noch um uns herum und machen uns noch immer fertig. Oh, Leute, das ist einfach so eine Katastrophe. Aber hey, mit unseren E-Gitarren, Leute, schaffen wir das, oder? Ich meine, hey. Ich meine, wir haben ja schon bis Kapitel 10 hier uns durchgeschlagen. Warum nicht auch Kapitel 11? Kingsborough Hills. Und ich habe ein bisschen... Ja, man sieht schon, ich habe ein bisschen gefailt. Deswegen ist hier schon die nächste Mission quasi... Steht hier schon frei. Aber, hey, wir schaffen das hoffentlich. Okay, Leute, wir rocken jetzt! Yeah! Das war meine Luftgitarre übrigens. Battle orders to the third royal command of Aramon. You shall make a brave stand at Kingsborough Hills. The setbacks of Ferrodon and Guest cannot, must not be repeated on this hallowed ground. This metal juggernaut will be stopped, and stopped here. Wherever free men shall gather on this day in Aramon, they shall suffer regret they did not witness the valor of seasoned soldiers laying waste to the clunking junk heaps of Creon. Aramon must prevail. Elson, Mage King of Aramon. Oh yeah, Leute, wir spielen endlich mal wieder auf der Seite von Aramon. Und, ja, also Elson meinte, und damit hat er auch recht, wir müssen jetzt alle in Aramon müssen jetzt sich jetzt vereinen und gegen diese kreonische Bedrohung jetzt stellen. Und zwar hier bei den Kingsborough Hills. Hier soll diese Schlacht stattfinden. Und Leute, oh yeah, das wird jetzt ein Massaker werden. Zwar ein Massaker an den aramonischen Soldaten, während die alle von den kreonischen Invasoren vernichtet werden. Ja, und Elson ruft halt komplett ganz Aramon auf dazu, sich hier mit zu vereinen. Und ja, man sieht, es ist nicht gerade sehr viel von Aramon angekommen hier. Naja, egal. Also, ja, also Kapitel 11, Kingsborough Hills. Dig in and survive the Korean attack waves. There are only 4 sacred sites. Ich verstehe zwar das Englisch nicht so sehr gut, aber ich glaube, es soll heißen, wie wir sollen die kreonischen Angriffswellen überleben. Und es gibt nur 4 heilige Steine. Das verstehe ich zumindest daraus. Und es gibt, glaube ich, auch nur tatsächlich nur 4 heilige Steine. Das habe ich schon überprüft. Das war ein Skillshot. Die haben den sofort zum ersten Mal geschossen. Diesen Barnstormer da. Das war echt groovy, Leute. So, wir bauen erstmal ganz viele von denen. Und von denen auch noch bitte. Okay. Wir brauchen nämlich unglaublich viele Leute. Ja, unglaublich viele, Leute, wir brauchen unglaublich viele Spähfalken. Ansonsten werden wir es nicht hinbekommen. Das sag ich jetzt schon. Wow, da wurde sofort wieder erschossen. Ja, egal. So, ich bin zwar immer noch nicht guter Dinge, aber allerdings habe ich gerade so oft gefailt, dass ich mir dachte, Alter, ey, das ist eine Katastrophe, wie du hier spielst. Das kannst du doch nicht zeigen. Außerdem passiert ja sowieso immer nur dasselbe. Und zwar, keine Ahnung, 7-mal hintereinander oder so? Das kann ganz gut hinkommen. 7-mal, wenn nicht mehr. Wenn nicht häufiger. Also. Ich meine, hey, das schaffen wir doch mit links. So, Leute, wir haben nicht die Power of Coolness. Ja, die mit der Groovy
Grooving Groovigkeit. Und, yeah, jetzt wird total abgerockt. Und der hat eine ganz komische Patrouillenflugbahn. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe, aber hey. So, mir wurde empfohlen, den südwestlichen Teil abzusperren. Okay, mache ich das doch mal. Zacke die Zack-Zack und so. So, jetzt bloß keine Fehler in der Mauer hier erlauben. Ich weiß, niemand hat eine Absicht, eine Mauer zu errichten, aber ich eigentlich schon. Irgendwie schon. So, Leute, ich habe natürlich auch ein paar Themen vorbereitet, aber ich werde bestimmt gleich wieder unterbrochen die ganze Zeit. Und das heißt, dass ich noch in Folge 10 dieser Session darüber über das erste Thema quatsche. Das erste Thema ist nämlich die Gamescom, Leute. Oh yeah, das war extrem cool, Leute. Ich bin mit zwei guten Kumpels hingefahren. Man darf ja als Mann nicht mehr Freunde sagen, weil man sonst halt so schwul. Ja, aber Leute, man darf auch als Mann sagen, man hat einen Freund. Ohne dass da irgendwie so eine homosexuelle Bindung hintersteht. Was übrigens bedeutet nicht, dass ich... Geil, Elsen, du bist ein Trottel. Der hat sich jetzt ausgesperrt. Also, ich habe nichts gegen Schwule oder so. Absolut nichts, ne? Ich habe nur gegen idiotische Könige, die es nicht schaffen, irgendwie was hier richtig hinzubekommen. Nicht einmal eine Mega-Hyper-Attacke. Elsen, was soll nun mit dir geschehen? Wie will das was jemals zum König von Aramon geschafft? In der Story heißt es, also in der Backstory hier, dass du mit der derjenige warst, mit der höchsten Technik und alles, aber du bist doch immer im Mittelalter! Gut, Zone ist noch immer irgendwo in der Steinzeit hängen geblieben. Und Veruna ist auch so ein Mittelalter. Nee, Veruna ist schon ziemlich weit voran. Ich wollte hier schon wieder eine Mauer errichten, aber es bringt doch gar nichts. Es ergibt doch keinen Sinn. Oh Gott, Leute, jetzt habe ich mich gerade noch fangen können, du. So, von denen bitte ganz viele. Okay. Von denen bitte. Okay, und hier und hier. Und hier. Es wird doch wieder gar nichts werden hier. Sehe ich doch jetzt. Sehe ich jetzt schon. So, zack, 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 zack. Ah, die Musik ist cool. Ja, der ganze Soundtrack ist im Grunde genommen extrem cool. Oh yeah, Leute. Wir bauen jetzt ganz viele Türme noch auf. Weil, diese Mission... Jetzt muss auch die erste Mission von den Einheiten, vor denen ich am meisten Respekt habe. Und damit meine ich, also die Götter jetzt ausgeschlossen. Die Gottheiten, vor denen habe ich erst recht Respekt. Aber hier haben wir Einheiten, von denen ich unglaublichen Respekt habe. Und es gibt nur eine Einheit, vor der ich Respekt habe. Und das sind die Neo-Dragons. Ja, Leute, die kreonischen Einheiten haben jetzt auch noch die Neo-Dragons. Elsen, mach dich mal nützlich. Und verdien da mal erstmal dein Geld hier. Und mach mal diese Typis hier kaputt. Ich hätte so einen coolen Multikill übrigens gehabt bei denen hier. Da hat Elsen gleich zwei oder drei von denen mit einem einzigen Meteor getroffen. Hey, was soll das? Ich habe dafür bezahlt, ihr Penner. Ihr könnt das doch nicht einfach kaputt machen. Ihr seid doch voll scheiße. Ah, das war super cool. Skillshot von Elsen. Elsen hat es halt drauf. Ach, jetzt kommen die auch noch, weil... So. Jetzt kommen die auch noch hier von Südosten hier rum, weil... Deswegen. Malfunction. Science don't. Ich verstehe nie wirklich, was die Automatons sagen, wenn sie sterben. Science damage oder so. Und, out of function. Das verstehe ich, aber... Science damage. Das ist wie God damage, aber... Die glauben eher an Wissenschaften. Hm.
Naja, also Leute, mein erstes Thema war ja die Gamescom. Oh yeah, ich muss sagen, das war auch dieses Jahr extrem geil. Dieses Jahr hatten die auch diese Retro-Area gehabt. Und da habe ich mich die meiste Zeit aufgehalten und aufhalten lassen, weil Gamescom und Retro-Area extrem cool, cool gemacht, du. Waren diese ganzen alten Amigas, du, und die Atari und der Super Nintendo, SNES, NES, N64 und so, das war alles dabei. Alter, ich habe mich gefühlt wie ein Kind im Süßigkeiten-Shop. Süßigkeiten-Shop, Süßwarenladen und so. Mach dieses blöde Ding kaputt! Blöd ist, dass es explodiert, ja, und dann macht es noch ein bisschen Damage, wenn es explodiert. Aber wozu haben wir hier die Reiter? So, die Kavallerie ist diesmal ganz gut hier. Im ersten Durchgang lief das relativ gut. Da haben wir die erste Neo-Dragon-Welle auch noch ausgehalten. Extrem blöde Idee, den Burgfried hier hinzusetzen. Fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Warum? Da kommen die Einheiten nämlich nicht mehr wirklich raus. Also die bleiben alle hier irgendwie so hängen. Vor allem, wenn ich da Kanonen da habe. Extrem bescheuerte Idee, aber hey, so auf solche Ideen kam auch nur ich. So, haben wir noch irgendwo, da oben haben wir noch einen weiteren heiligen Stein, den benutzen wir nochmal direkt. So, da oben stehen schon wieder die nächsten Penner, das habe ich doch von hier aus wieder gesehen. So, das Wurfgeschütz sollte ich jetzt mal nützlich machen. Bogenschützen brauchen wir auch ganz viele. Ich überlege gerade, ob es hier vielleicht am besten wäre, wenn ich den Burgfried hier hinsetze, aber ist egal. Aber hey, das mit den Kavalleristen geht ganz gut. Glaube ich. Hoffe ich. Ach, da haben wir jetzt schon die Torthäuser. Geht kaputt. Ich bin jetzt auch ein bisschen still, weil ich habe schon über 2 Stunden eben gerade aufgenommen gehabt. Und es ist immer wieder dasselbe passiert. Deswegen ist mein Gespräch auch so langsam in den Zweige gegangen. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich eben gerade gesagt habe und was ich jetzt noch sagen muss und alles. Ich habe mir ja ein paar Themen wieder vorbereitet und so, wie gesagt. Ich weiß gerade gar nicht, welche ich schon gesagt habe, aber jetzt sind wir noch immer noch im ersten Themengebiet und so. Ja, reite schnell weg. Du Penner! Wiederbelebt Torte. Ja, Elsin wiederbelebt Torte, das kann er ganz gut. Torte. Elsin sollte Konditor werden. So, und hier muss ich aufpassen, dass ich Elsin nicht versehentlich kaputt mache oder so. Oder kaputt machen lasse. Boah, du blödes Ding, ne? Ganz ehrlich. Nicht schon wieder Niederlage. Das habe ich so oft gesehen schon. Ja, das kennen wir schon. Och, Menno. Jetzt wäre ich beleidigt. Naja, egal. Was mache ich hier? So, erstmal die und dann ganz viele von denen hier. Und währenddessen kann Elsin hier schon mal einen Magnetstein hinsetzen, weil wir brauchen extrem viel Mana und das haben wir leider nicht. Weil die Entwickler das so lustig fanden, jetzt hier geilen Mana einzusetzen. Also nur 4 heilige Steine. Aber ganz ehrlich, Leute, so beschissen diese Mission auch ist, so lustig ist sie auch. Och, meine Nase juckt schon wieder.
Hey, keine Aufnahmesession ohne Jucken an der Nase von Martin. So. Erstmal hier. Nein, das ist. Nein, wir bauen jetzt noch nichts dahin. Wir müssen erstmal dann die Mauer errichten. Mir wurde ausdrücklich empfohlen, da eine Mauer zu erschaffen. Und hey, das machen wir doch auch gerne. So. Und Leute, gebt mir bitte irgendwelche Tipps oder so, wie man das noch leichter machen könnte, diese Mission. Die ist extrem schwer. Ich habe gehört, in die allerletzte Mission von TA Kingdoms The Iron Plague. Die allerletzte Mission, das sollte wohl die schwerste Strategiespielmission aller Zeiten sein. Und die habe ich geschafft. Und ich schaffe aber diese Mission hier nicht. Was soll das?